Leute, herzlich willkommen bei Fangen wir auch mal was. Jetzt fängt das schön an zu regnen. Euch fehlt das nötige Kleingeld für so ein Boot oder so ein Boot, sondern das reicht nur für so ein Boot. Dann bleibt dran, weil wir bauen dieses Boot zum richtig geilen Bassboot um. So, jetzt geht los. Poseidon wird gepimpt. Oha, oha, das wird Poseidon 2.0. Wir zeigen euch mal, kommt mal mit zum Boot. Wir zeigen euch mal, was wir vorhaben. Wir wollen einmal hier vorne, hier wollen wir so eine kleine Schalterfläche reinbauen, dass wir USB anschließen können, die Kameras laden können. Und hast du nicht gesehen, dann sollen hier noch schön Lampen rein. Dann sollen hier oben noch zwei Lampen rein, dass wir ein bisschen Beleuchtung haben, wenn wir im Dunkeln wieder angeln. Genau, dann haben wir hier einmal die Elektronik drinne, haben wir eine Klappe schon mal reingeschnitten, dass man da einmal rankommt. Dann wollen wir hier einmal eine schöne Casting-Plattform raufbauen mit Siebdruckplatten. Genau, und da kommen einmal ein paar Klappen rein, dass wir die Angeln da reinpacken können, die ganzen Tackle-Boxen da reinpacken können, dass wir da bei dem kleinen Boot schon ordentlich Platz haben oder relativ viel Platz haben zum Stehen, dass da nichts nervt. Dann wollen wir hier drauf, das lassen wir so. Da wollen wir eine Scale draufkleben, genau, dass wir da den Fisch immer rauflegen können, nicht erst den ganzen Rucksack oder was auch immer da die Sachen raussuchen müssen. Und genau, das lassen wir auch so, damit wir das immer schön abwischen können, damit das nicht auf dem Teppich ist, der ganze Schleim von unseren Meterhechten, die wir diese Saison hoffentlich fangen. Und genau, dann nochmal ein Platz hier für Tank und ein bisschen bisschen Kleinkram, Schlüssel und hast du nicht gesehen? Tackle. Genau. Tackle. Genau, und das wollen wir jetzt zusammenbauen. Und da nehmen wir euch ein bisschen mit. Viel Spaß, Leute. So, hier haben wir als erstes die Schalterplattform. Die wollen wir als erstes reinschneiden, damit Luki die Elektrik fertig machen kann. Weil ein schlechter Klempner ist immer noch ein guter Elektriker. Grüße an Schmidti, Alter. Genau, dafür messen wir das natürlich einmal aus. Da haben wir, was brauchen wir? Guck mal, hier haben wir 13 dazwischen. Da haben wir 8,5 dazwischen. So, Stifthaken. So, bitte. Aber verstehen wir mich richtig gut mit Deckel im Mund. Aber das Ding ist 92. Das ist nicht zu laut für die Mitte Mikros. Von 92 ist 46. Auch Mathe-Genie auch. So. In der Schule nie aufgepasst, trotzdem besser Mathe. So, das haben wir. Das war jetzt 8,5, habe ich gesagt. Ne? Guck mal, da haben wir 2 cm. Gehen wir runter. Habe ich gesagt, ein Klempner sieht sowas. Gehen wir. Das ist super, Lina. So, da fangen wir den ersten Strich an. Zack. Und 8,5 haben wir gesagt, ne? 8,5, zack und zack. Dann können wir die einmal verbinden. Ich fühle mich wie beim Heimwerkerkönig, ja. Du bist doch hier Tim. Tim, ja. Pass auf, ich hole mal einen Winkel. Zack. Wie heißt der noch von Hermann bei der Hermann? Tim Allen, oder? Ich weiß das nicht mehr. Warte mal, wo habe ich denn? Ja, Leute, ich hatte mal einen Winkel, habe ich nicht mehr. Schnitzen das für einen. Mach doch Zollstock. So? Ja. Hat er nicht so einen? Ja, so ein bisschen. Pass auf. Alter, ist das ein Originaler vom Küchenhaus Küken? Ja, klar. Nee, fast wohl. Schade. Pass auf. Was habe ich noch gesagt? Hier kommt 13 zwischen. 13, die Hälfte ist 6,5. Zack. Und da 13. So. Das ist unten nicht auch mal zeigen? Ja, das geht. Irgendwas von beiden machen wir. So, dann genau. Weil da haben wir nämlich so, hier die Lampen. Kommen schöne grüne Lampen rein. So, die haben wir, da ist nämlich mittig einmal
das Kabel bohren wir einmal durch und dann können wir die hier raufschrauben. Das wird geil aussehen, Leute. Das wird richtig gut. Schön grün, meine Lieblingsfarbe. Ist grün deine Lieblingsfarbe? Dein Logo, weiß ich nicht, mal mein 30. Geburtstag. Ich will daran erinnern, dass halt alles das grün war. Ja, stimmt. Also mein 22. Geburtstag, meine ich. So, ich hab mal. Habe ich da mal Bohrer? So, dann nehme ich den. Pass auf, dann brauche ich nochmal einen Akkuschrauber. Wieder fleißig unterstützt von Küchenhaus König hier im Werkzeug. So. Zack. Zack, hier sitzt bei uns, Hasi. Zack. So, guck mal, gucken wir gleich mal. Da passen die Lampen, die Lampenkabel. Doch, die Lampenkabel. So durch. Kabellampen. Und dann ist das so. Und dann kommen die so ran. Geil, das wird gleich mal. Ja, ich will erst, glaube ich, das hier ausschneiden. Ah, besser, weil, ja. So, siehst du, Loch ist drinne. Jetzt kommt da. Gucken wir mal erstmal, ob das passt, ne? Aber da gehe ich ja mal stark von aus, ne? Ja, gut, bei elektrischen Anstößen kannst du immer ein bisschen drücken. So, das passt. Natürlich noch nicht, weil irgendwas ist hier im Weg. Ich würde mal sagen, muss man von hinten gucken. Alter, das wird ja richtig das Elektroboot, Alter. Bei Hightech. Hightech. Ja, wir haben nur feinste NASA-Technologie hier eingebaut. Ich hätte einen Kumpel. So. Ich war mal Hausmeister bei der NASA und habe da ein bisschen Schallplatten mitgenommen. Schallplatten. Guck mal, da stört's. Da stört noch was, da müssen wir nochmal nachschneiden. Zu genau ist ungenau. So, guck mal, jetzt passt das auch. Zack. Schön. So, und da kommt noch ein Teppich drauf. Geil, Leute. Das muss auch denken, ne? Pass auf. Du weiterdenken. Das leuchtet nachher sogar. Das leuchtet. Sind wir so das wird so. Wie pass auf, Leute. Ich habe natürlich Edelstahl-Schrauben. Denn nur VA ist legal. Aufbaum. Oha, warte mal. Gehen die Köpfe durch? Nee. Das ist top. Die versenken sich erst rein. Das ist top. So, dann habe ich da den Akkuschrauber. Warte, brauche ich den kleinen Akkuschrauber? Oh, das kann ich immer richtig gut, ne? Sachen nicht wiederfinden. Den hast du extra rausgepackt, damit ich die Kamera aufstellen kann. Da hinten. Na sicher. Fehlt natürlich der passende Bett. Ne. Dann ist das gut, dass mich das, was mich bei Walle aufregt, wenn ich mit seinem Werkzeug arbeite. Der arbeitet generell nur mit nicht passenden Bits. Das stimmt. Dann sagt er, die gehören dazu, das ist die richtige Farbe, aber ja, die arbeiten halt scheiße. Also. AW10 für AW10. Ich weiß gar nicht, was du mal hast. Ich habe damit sogar mal mit dem von Word gesprochen, dass das ab und zu echt nicht passt. Und dann sagen, die haben da mal was geändert. So, die haben das echt mal geändert, ja? weil das viele Leute auf den Dach gegangen ist, dass es nicht gepasst hat. Zack, komm mal rechts. Mach doch unten links, dann ist er gleich da, wo er hin soll. Ja, warte. Machst du das? Ein paar mehr Schrauben mit. Gute Idee, anstatt die ganze Box mitzunehmen. Aber die brauchst du ja noch gleich nochmal 12 Mal. 8 Mal. Kannst du das mal hier halten? Klar. Nee, das Ding hier halten. Achso. Geil. Guck, ich mal auch was. Zack. Mit dem Gerät kann er auch umgehen. Siehste, herrlich. Haben wir das schon mal dran? Ich würde sagen, können wir gleich die Lampen auch anbauen, oder? Würde ich auch sagen. Dann ist das schon mal drin. Dann haben wir schon mal, weil dann kann Luki nämlich Elektriker spielen.
Dann zeige ich Schmidti mal, was eine Hake ist. Wahrscheinlich müssen wir ihn nachher anrufen, aber naja. Ja, Schmidti, Hilfe! Da waren Schrauben dabei, ne? Aber ich würde sagen, dann nehmen wir auch unsere Edelstahlschrauben. Auch Edelstahl, ne? Wenn die anderen werden eh zu lang sein. Oh, ich liebe Edelstahl! Das ist nicht magnetisch, ist, Alter. Wieso ist Edelstahl nicht magnetisch? Weil das Edelstahl heißt. Edel. Das ist so edel, das ist so edel, dass es sich von nichts anziehen lässt. So ein hochnäsiges Metall ist das. Hochnäsiges Metall, ja. Das ist gerade. Gucken wir hinten jetzt alle raus? Hä? Nein. Wieso? Vor Wald nur. Aua! Nein, tun sie nicht. So, das machen wir jetzt noch mit 4, 3 weiteren. Warte mal. Das ist eine Dichtung. Fall, ne? Machen wir das da hinten nicht, oder? Das ist eine Dichtung. Machen wir. Das kann man bestimmt kleben. Wollte nur gucken. Guck mal, Luki ist mit Dichtungen, da passt er sofort auf als Klammer. Da bin ich auf Zack. Da ist er auf Zack. Weil ich bin auch nicht ganz dicht und das... Das stimmt. Das soll ich meinen Eltern zu verdanken. Grüße meine Mama. Hallo. Papa, dich auch. Hi. Die gucken das. Gucken das alle. Gucken alle. Wenn wir das nicht vernünftig machen, darf ich mir das anhören. Nee, das kommt wahrscheinlich hinten raufgeklebt, oder? Das denke ich auch. Ist das eine Ebene hinten? Nö. Dann vielleicht doch nicht. Ist eigentlich auch egal, wo wir es rankleben. Genau, das kommt da dann rauf, die Dichtung, ne, so. So und so. Das passt nicht ganz. Doch, das passt. Das passt. Das muss ich ein bisschen raus. So machen wir das. Dichtung. Das machen wir genau mit allen Lampen und dann sind wir gleich wieder da. So, Lampen sind alle reingeschnitten, Bedienteil ist drin. Sieht richtig cool aus. Da haben wir auch noch eine. Und hier haben wir auch noch eine. Hier haben wir eine kleine Klappe. Da kommen wir an die ganze, ups, an die ganze Elektronik dran. So, dann kommen wir mal zum nächsten Schritt. Jetzt wollen wir hier, hier habe ich schon mal eine rangebaut, eine Stützseite. Da wird nachher die Klappe drauf liegen. Jetzt wollen wir hier in der Mitte einmal eine Strebe, dass die Platte nicht durchdrückt. Und die, nee, dafür, nicht und die, dafür haben wir, oder habe ich schon mal ein paar Schablonen angefertigt, weil da sind ja ein paar Rundungen da im Boot dran. So, da habe ich hier eine für hier hinten. So, die kommt nämlich als erstes hier lang. Das soll nämlich genau, da soll genau der Tank reinpassen. So, und dann habe ich hier eine Schablone gemacht. Würde ich auch an eurer Stelle machen, immer eine Schablone machen, weil hier sind so viele Ecken und Kanten und Rundungen, das werdet ihr ohne Schablonen nicht hinbekommen. Wer das hinbekommt, meldet euch. Ihr seid sofort eingestellt. Genau, die kommt hier ran. Für Bier ist gesorgt. Für Bier, genau. Den Rest müsst ihr selber mitbringen. Das machen wir jetzt als erstes. Da können wir mal da hinten was abschneiden. Jetzt kommt nämlich die schöne Säge ins Spiel. So, Luki muss festhalten. Wir schneiden und sehen uns gleich wieder. Zack. Voila! So schnell geht das, Leute. Ich dachte, du heißt Walla. Voila! Ja, so schnell geht das. Das Untergerüst steht, das ist schön fest. Da kommt jetzt die Casting-Plattform drauf. Die wird jetzt zugeschnitten. Da habe ich nämlich auch eine Schablone für gemacht. Carstens-Plattform. 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 So, die habe ich nämlich hier einmal zugeschnitten. Also macht euch bloß Schablonen. Ne, zack. Die kann nämlich hier drauf. Eigentlich können wir das auch so lassen, ne? Ich meine, wir wiegen ja nichts. Das ist Leichtbau. Leichtbau.
Leichtblauplatte ist das. Leichtblau. Leichtblauplatte. das passt. Leichtblauplatte. In der Zwischenzeit habe ich mir hier schön Versorgung geholt. Ganz genau. Ein paar Brühpümmel und ein paar Bier geht immer. Ja, ganz genau. Ja, geil, Leute. Wir schneiden das aus und dann sind wir gleich wieder da. Ja, ja. Ich alles einmal schleifen, damit da keine. Ne? Kanten entstehen, ja, damit sich keiner einen Splitter holt, ne? Ich habe mich gerade schon verletzt. So, dann kommt da nämlich richtig geil der Bootsteppich rauf. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir hier die Fächer reinhaben wollen, weil die schneiden wir jetzt gleich mit der Handkreissäge einmal aus. Und dann haben wir Fächer. Ich würde sagen, wir packen das einmal rauf. Ja, wir markieren uns jetzt die Streben. Wie machen wir das am besten? Hier drauf. Markieren wir uns ein bisschen. Und dann nehmen wir es auf der Platte einfach über. Oh ja, warte mal, das ist eine richtig geile Idee, die du hast. Pass auf, hier ist der. Nee, ich wollte mal einen Stift haben. Wo habe ich meinen Stift? Wo habe ich meinen Stift? Wo habe ich meinen Stift? Hier ist dein Schnuller. Ach, super, danke. Kannst du besser arbeiten. Wo ist mein Hä? Wo ist denn der Stift? Wo ist mein Hä? Wo, hä? Wo ist mein Hä? Wo ist gegessen? Jetzt mal ohne Witz, wo ist denn der Stift? Wo ist mein Hä? Wo habe ich in der Da ist er, in meiner Tasche. Da ist dein Hä. Da, wo er hingehört. So, guck mal, dann können wir hier einmal. Da ist da die Mitte. Ich habe nämlich gedacht, dass wir dann einmal. So, mal ihr es nämlich einmal, wenn ich für Plank von unserem Vorwandsystem. Ach, hinten. Mal das an der Wand drüber und dann weiß ich, wo die sind. Die nehme ich mit der Wasserwaage an. Zack. So, ich würde mal. So. Einmal die Mitte von dem Ding. Und mess nochmal von hier dann gleich rüber. Da. Damit ich weiß, wann die anfängt. Und dann können wir das da rüber fluchten. Nach da. Da. Ja, willst du noch mal messen, wo die Platte dann immer anfängt auf beiden Seiten? Ja, ja. Damit wir es gleich an der Platte ab. An der Platte. Bei 35. 35? Kannst du ja merken? Ja, 35. Und 25. 35 und 25. Oh, ich stelle mir das schon richtig geil vor, hier so richtig so. Hä? Angeln. Ja! Du bist, dass du da ein bisschen größer bist. Du. Hä? Du bist ein bisschen größer, wenn du da angelst. Ja, geil. Ich habe schon wieder richtig Bock, Leute. Ich freue mich, wenn die Saison wieder losgeht endlich. So. Dann nennt man das Hochzeit. Eine Hochzeit ist, wenn der Motor mit Getriebe zusammengeschraubt wird. Das ist es ja. Jetzt kannst du da nochmal ziehen, erschieben. Wo? Das einmal rüber. Mhm. Oder da von der Ecke einfach. Warte mal. Ja, so ist ja in Ordnung. Das kommt ja eher als Klappe. Weißt du? Halt die Klappe. Guck mal, so ist das perfekt. Halt eine Klappe. Ja, sehr geil. Siehst du. Geil. Da. Oh, mal gleich mal testen. Geil. Leute, das sieht gut aus. Geil. Hier können wir richtig geil drauf stehen. Ich stehe drauf. Ja, ich stehe drauf. Also ich stehe optisch drauf, du physisch. Physisch? Mit Füßen meinst du das? Physisch. Du hast gar keine Sicherheitsschuhe an. Das ist S2-Sicherung. Das sind mit Sicherheit. Sicherheitsstufe S2. Mit Sicherheitsschuhe. Ja, Leute. Geiles Ding. Wir machen weiter. Jetzt werden hier die Klappen reingeschnitten. Da eine hin. Da eine hin. Da eine hin. Und da eine hin. So können wir alles verstauen. Ist das gut und wir haben richtig geil Platz im Boot. Gut vermittelt? I'm on a boat. I'm on a boat. Mit T-Pain. I'm on a boat. Weil irgendwann laden wir T-Pain ein, bei uns mit Angeln. Machen wir. Und Haftbefehl. Haftbefehl.
Hast du Bock mit uns zu angeln? Grob. Nenn uns mal deine Hotspots in Frankfurt. Wo fängt man sich da was ein? Das sieht schon laser aus, Alter. Ja, Mann. Das ist ein dunkler. Das ist ey, das Liebestraum vom Jahrmarkt, Alter. Gewinne, 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 Runde. So, achso, ich muss ja oben bleiben. Ich hätte anzeichnen können, ne? Go, 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 go. Achso, haben wir nochmal eine Schiene? Ja. Ja, super. Reicht nicht? Nee. Gib mir nochmal. Da. Nee, was an. Nee, das ist, kann krumm sein. Geh immer ja, die, ach, oh, schlimm, oder was? Ja. Schau dir auch nicht, wenn der krumm ist. Achso, das säbeln wir auch nochmal ab hier, ne? Was? Liegt das hier jetzt auch? Oh ja, das liegt geil. So richtig weit auf hier, Alter. Ja. Und da auch. Das haben wir gut gemacht. Das was machen wir da hin? Gut gemacht. Das schneiden wir auch nochmal weg. Was machen wir da hin? Was? Hier so. Bauschaum. Rest macht Silikon. Nimm mal ernsthaft. Bauschaum. Brunnschaum, der härtet aus. Duki. Dann kommt auch kein Wasser rein. Jetzt mal ernsthaft, was machen wir da hin? Wir messen, wie viel Platz da ist, dann drücken wir ein bisschen Latte rein oder so. Muss da was hin? Bootsbau Waller und Scharfenberg, hallo? Wir sind live on camera. So, jetzt müsst ihr euch halt ganz genau überlegen, wo ihr Fächer reinhaben wollt. Weil das aus, was ihr ausschneidet, das könnt ihr gleich als Klappe benutzen. Genau. Deswegen, also wir wollen einmal hier ein Fach reinhaben, was wir wie gesagt hochklappen können. Wo wir dann unsere Füße einmal reinstellen können, damit wir da vernünftig sitzen können, wenn wir ein bisschen länger mit dem Boot fahren wollen oder so. Ja, und den Tank rein und rauskriegen. Was? Und den Tank rein und rauskriegen. Und den Tank rein und rauskriegen. Das stimmt, der Tank soll auch noch hier unter. Stimmt. Genau, dann wollen wir hier einmal ein Fach haben für die ganzen Tackleboxen. Und hier wollen wir einmal ein Fach haben für die Angeln. Damit wir nichts auf der Casting-Plattform, sag ich mal, liegen haben. Damit man da nicht irgendwie drauf rumtrampelt oder was auch immer. Oder genau. Haken reinballert. Oder Haken in die Angeln reinknallt, weil die irgendwo rumliegen oder so. Das ist halt nervig. Wie gesagt, wir haben kein großes Boot. Und so muss man sich halt anders behelfen. Und deswegen kommt alles in Klappen hier rein. Genau. Ich zeichne das jetzt einmal an und dann sehen wir uns gleich, wenn ich das schneide. Alter, da sind wir aber auch mal hier. Alter, nochmal. Warte. Sehen wir hier, wie er zeichnet hier, wie Macker. Ja. Zack, hält da und hält da. Zack. Gerader Strich. Bam. Jetzt bin ich auch ein Kind von dir, Alter. Wie wollen so. Wir die Klappe machen? Wollen wir die... So ihr könnt das nee, ja... Warte mal. Da, na, warte so, mal. Wenn ihr so schlau seid wie wir, zeichnet ihr euch das hier alles vorher an, wo die ganzen Bretter liegen. Dann wisst ihr nämlich, wie das da aussieht, obwohl ihr das nicht darunter habt. Ist voll schlau, weil 55. Die wenigsten haben Röntgenblick. Ja, haben wir alle schon mal gebohrt, dass wir wissen, wo die Schrauben reinkommen, was ich nicht verstanden habe, aber das wollte der Tischler. Weil Schrauben machen wir eh rein. Aber jetzt macht er hier so schön ein geiles Fach rein. Zack. So. Seid schlau und macht das nicht direkt an den Kanten, wo ihr schrauben wollt. Wenn ihr da schneidet, dann ist das für die Katz. Genau. Da habe ich extra nochmal eine Auflage gemacht, damit man das nicht runtertreten kann hier. Weil das wäre blöd. 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 Zack. So, das meine wird... Meine Frage. Ja? Wie schneidest du das hier? Mit Tischkreissäge so ja. Rein? Damit pass auf, zeige ich dir. Ihr braucht dafür natürlich, ihr könnt es mit der Stichsäge machen, wenn ihr keine andere Säge habt. Ich würde es mit einer Handkreissäge und Schiene machen, weil so habt ihr einen schönen geraden Schnitt. Wenn ihr mit der Stichsäge gerade schneiden könnt, könnt ihr es damit auch machen. Aber so richtig gerade wird das damit... Meine Frage ist halt nicht, ja? So gewesen, weil... Der ist klar, also da kommst du von hier auch rein. Ja. Aber hier willst du ja das auch schön haben, ne? Ja. Weil da kommt man ja so nicht rein. Schau zu und lernt. Bus.
Genau, halt da mal einen Strich dran. Da genau, wo der Schnitt ist, oder? Ja, genau, wo der Strich, genau. Und so. Ja. Müsst den Bock einmal kurz umstellen, heb mal kurz hier ein bisschen an. Genau. Jo. Hast du Bock? Hast du Bock? Pass auf, warte, halt mal her. So, mit den Ecken. Da wolltet ihr mit dem runden Sägeblatt nicht ganz durchkommen. Einmal. Zack. Zack. Bitte. Hätten wir gleich alle Fächer anzeigen können, ne? Wenn wir alle schneiden. Ja, hätten wir machen können, machen aber wir. Aber so können wir noch ein bisschen schneiden. Er wollte das einmal kurz zeigen. Zack. So haben wir Fach Nummer 1, wo wir den Tank drin haben, die Füße drin haben. Die nächsten seht ihr jetzt gleich. Die nächsten seht ihr gleich, genau. Wenn es fertig ist, das machen wir jetzt nicht noch mit. Jetzt habt ihr gesehen, er hat das so irgendwie so reingekippt und dann konnte er hier längs schneiden und darüber schneiden. Und genau. Zack. Jetzt sieht das geil aus. Sehr geil. Ich liebe, dass das so ein Tischler ist. So, wie groß wollen wir? So, Hochzeit ist passiert. Hochzeit ist passiert. Oh, guck mal. Ja genau, da machen wir noch was. Hier kommt noch was unter, noch mal eine Stütze. So ein paar. So, und hier haben wir schön geiles Fach für die ganzen Boxen. Geil, Leute. Alles, was Walle hat. Leute, ich hab so... Nee, Leute, ich... Jetzt will ich wieder angeln. Ich will wieder auf Hecht, Alter. Ein Monat noch, dann können wir wieder auf Hecht. Aber noch nicht mit Boot. Oh, noch nicht mit Boot, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hab so Bock, Alter, wenn ich das alles sehe, oh, ich bin schön. Schön mit denen hier. Oh, geil wäre das. Grüße an Everbait. Ja, geile Dinger. Ich hab richtig Bock, die zu angeln, die Dinger. Ja. Da siehst du, die kommen wieder raus. Und dann schrauben wir das alles mal zusammen. Genau, da nehmen wir auch wieder schön Edelstahlschrauben, Leute. Falls da wieder. Ja, was heißt falls? Da wird das auf jeden Fall nass werden. Und auf Rost hat keiner Bock. Ja, und unter dem Teppich ist ja auch noch so ein bisschen mit Staubnässe. Ich denke, genau. Der Teppich wird wasserdicht sein. Ja, ist ja extra ein Teppich für draußen. Akkuschrauber. Da auf der Mülltonne. Nee, das ist der andere. Ich will da. Ach so, der feine Herr. Ich will einen anderen. Das ist ja extra ein für Schrauben, ein für Bohren, ne? Ja, also, ja. Freunde, mehr. Das ist hier Handyman. Das ist echt der Amerikaner, ja, ne? So. Pass auf, dann komm hier mal. Ich vergesse immer wieder, dass die nicht magnetisch sind. Kommt nicht durch seinen Bierkonsum. Ich wollte gerade sagen, Alkoholkonsum, aber es hört sich so an, als wenn du hart am Saufen bist. Hast du vorhin gesagt. Nein, Leute, das bin ich nicht. Aber du kannst mal Bier holen. Ist ja kein Schnaps, ne? Bier ist Grundnahrungsmittel. Hast du schon. Hä? Bist du dumm? Steht hier. Ach so! Hups. Ich finde es so schade, dass ich meine Kevin nicht bei der Arbeit tragen kann. Ne? Meine, warum? Ja, weil die beige ist, Alter. Ich arbeite die ganze Zeit nur mit Schmutz. Ja gut, ich habe meine auch. Ich habe meine bei der Arbeit getragen. Aber auch schon Schiss gehabt, dass sie dreckig wird. Und direkt darauf angesprochen worden. Ne? Direkt drauf angesprochen. Auf jeden Fall schöne Grüße, wenn du das Video siehst. Der Maler von der Baustelle. Oh, von der Baustelle. Zack. Guck, da stützen wir nämlich was unter mit Winkeln. Ja, da ist ein bisschen der Loft, ne? Aber ja, das Boot ist halt. Ich wollte sagen, der Maler von der Baustelle. Genau. Der uns oder mich erkannt hat. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ganz netter Typ gewesen. Der ist auch ordentlich am Angeln. Das ist aber selten als Maler, ne? Dass man nett ist. Grüße auch an Jürgen. Wenn wir schon dabei sind, Gary und Rosalie, ihr guckt das auch immer. Wir sehen uns. Mein Schnuckis.
Zack. So, dann haben wir das da schon mal. Ach nee, oh nein, wir wollten hier eine Leiste drunter machen. Oder? Nee, das hält so, Alter. Das hält so gut. Komm hier. Ja, wenn da erstmal die Dinger sowieso drunter sind. Das hält. Das wir hält. Wir müssen das sowieso nochmal. Geht doch nicht schlecht. Ja, dann geht machen wir die nicht. Schraubenlöcher nach oben, wenn wir hier das Profil noch längs machen. Mhm. Wir müssen ja eh, die können ja nicht schrauben, erst den Teppich legen und dann schrauben, wäre auch dumm. Zack. So. Obwohl das vielleicht gar nicht so dumm wäre, ne? Mit ein paar Schrauben umsieht, ist ja auch nicht scheiße. Nein, natürlich nicht, aber den Teppich kleben wir da drüber, ne? Ja. Wenig Schrauben sehen wie möglich, ne? Eben. Schrauben. Richtig schön bündig mit der Fläche machen. Willst du hier noch länger bohren? Ja, ja, auf jeden Fall. Da kannst du mal den anderen Bohrer, den anderen Akkuschrauber mit dem Bohrer nochmal geben, bitte. Ich bin der Praktikant. Heute als Praktikant unterwegs. Hol einen Schraubendreher für den Meister. Das meinst du? Ja, welcome. So, mach mal. Immer schön vorbohren. Warum bohrst du vor? Damit ich leichter die Löcher finde. Weil die Schnauze ist so richtig. Nein, damit das nicht immer so ausreißt. Ne? Genau deswegen wird vorgebohrt. Quark, also nicht knack gemacht. Nicht knicki knack gemacht. Ja, sehr cool. So, dann kann da schön das Scharnier hin, da ein Scharnier hin, vielleicht. Obwohl zwei Scharniere reichen vielleicht. Ne, machen wir drei hin, ne? Ja. Obwohl. Kann man gucken. Drei. Ja, ne? Man muss ja nicht genau mittig. Oder nimmst du die Schraube halt nochmal wieder raus? Ja, hau hin. Ich guck mal. So, das Ding ist schön verschraubt. So, wie gesagt, da müssen wir was untermachen. Hier machen wir noch. Die Schraube da raus, nimmst da reinpackst, dann ist das perfekt aufgeteilt. Ja, gut. Und dann können wir da das Scharnier reinknallen. Genau, dann haben wir da drei Scharniere. Zack. Siehste. Ja, sehr geil. So haben wir schon mal das Casting-Deck auf jeden Fall. So, bei mir geht das jetzt weiter. Ich werde jetzt hier ein paar Dachlatten anschrauben, damit, wenn man auf den Deckel tritt, hier, damit das nicht runterbrechen kann. Und dann werde ich die Klappen einbauen. Ganz genau, dann nehme ich euch jetzt nochmal mit. Und ich stelle das mal hier hin. So, ich werde jetzt die Leisten, die habe ich einmal alle zugeschnitten, habt ihr gerade gesehen. Die werde ich jetzt einmal hier oder so ranschrauben, damit das alles eine Auflage hier hat, der Deckel. Und damit das nicht runterbricht, wenn man sich da mal draufstellt mit unserem Gewicht. So, zack. So, dann schraube ich nämlich die einmal schön in die Seitenwand, damit das auch ordentlich hält. Zack. Und das ist nämlich eine schöne Auflage hier. Dann machen wir auch nochmal eine Schraube. Siehste. Dann haben wir hier den nächsten. Den machen wir dann dahin. Ah, das wird geil. Da habe ich wieder richtig Bock drauf, Leute.
richtig schöne Fächer für die Angeln, für die ganzen Boxen, weil letztes Mal, da haben wir echt Probleme gehabt. Das war so nervig, da überall lag mal da eine Angel, da ist man da raufgetreten. Und so können wir alles richtig schön verstauen. So, siehste. Und das machen wir jetzt einmal komplett rundherum hier. Einmal da lang, da lang, da lang, überall, dass das einmal komplett auf allen vier Seiten Auflage hat. Genau, das schraube ich einmal alles zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder hören uns gleich wieder. So, die Rahmen haben wir rumgebaut. Dass hier richtig schön die Klappen aufliegen, dass man da auch drauf stehen kann. Richtig geil. Da haben wir einmal hier einmal rumgebaut, dass alle vier Kanten aufliegen, da auch. Und genau, jetzt wollen wir die Scharniere anbauen. Die werde ich hier zwischenbauen, damit man die Klappen ganz aufmachen kann. Genau, die werde ich da so rum ranschrauben. Genau, das werde ich jetzt mal überall machen. Dann muss ich die Bretter noch kleiner schneiden, weil wir wollen hier einmal komplett Aluwinkel rumbauen, damit der Teppich, weil hier kommt ja noch Teppich raufgeklebt, dass der Teppich an den Ecken nicht hochklappen kann und dann irgendwann ab ist oder was auch immer. Wollen wir da einmal richtig schön Winkel rumarbeiten. Das wollen wir hier machen, da machen und hier. Dann wollen wir hier nochmal eine Kante rum. Das gleiche machen wir da auch nochmal lang. Und dann wird das richtig geil aussehen, Leute. Ich werde mal die ganzen Scharniere ranschrauben. So, zack, Leute. Da sind die Klappen alle dran. Scharniere sind alle eingebaut. Jetzt haben wir richtig geile Klappen hier. Hier können wir die Angeln reinpacken. Hier können wir schön die Tackleboxen reinpacken. Das habe ich da nochmal abgestützt. Sehr geil. Dann können wir hier, haben wir den Tank drinne. Und wenn wir fahren, können wir da auch noch unsere Füße, können wir hier drauf sitzen, da unsere Füße noch reinmachen. Falls wir eine längere Tour haben. Sehr geil, Leute. Richtig Bock mit dem Ding los. Jetzt fehlt nur noch der Bootsteppich. Ich hoffe, der kommt bald an. Und dann sehen wir uns wieder. Hier kommt noch schön, wie ihr gestern, der wir schon gesehen hattet, die Elektronik rein, die Lampen. Sehr, sehr geil. Hab ich da Bock drauf, mit rumzufahren und zu angeln. Schön wieder auf die Eider. Ja, Leute. Wir melden uns wieder, wenn der Bootsteppich da ist. Und dann wird das Ding beklebt. Überall noch Leisten rum. Hier ein paar Alu-Winkel, damit das alles geschützt ist. Leute, das wird richtig geil aussehen. Wir sehen uns, wenn der Bootsteppich da ist. Leute, der Bootsteppich ist da. So, den haben wir hier. Den werde ich jetzt gleich mal auspacken. Dann habe ich noch hier die ganzen Winkelleisten, die um die Klappen kommen, dass der Teppich da nicht hochklappen kann. Und als allererstes packe ich jetzt mal den Bootsteppich aus. Und den wollen wir uns jetzt erstmal angucken, ne? So, mal gucken. Oh, die neue Cutter-Klinge brauche ich gleich auf jeden Fall nochmal. Schön Anthrazit haben wir den genommen. Winkelleisten kommen noch schön in Alu rum. Das wird richtig gut aussehen. So. Das ist der Teppich für draußen. Ja, sehr geil. Sehr cool, Leute. Das wird der Teppich, die Farbe. Richtig geil. Den werde ich jetzt hier einmal drauflegen. Und dann werde ich den mit dem Cuttermesser einmal ausschneiden. Und dann haben wir Sprühkleber. Dann werden wir den raufkleben und dann werde ich da die Leisten rumarbeiten. Und dann hält das auch hoffentlich ordentlich. Richtig cool. So, Leute, ganz wichtig, scharfe Cutterklingen, bevor ihr da rumschneidet, sonst kriegt ihr einen zu viel, wenn ihr da nicht durchkommt. Also immer scharfes Werkzeug. Zack. So. Siehste, Klinge getauscht. Wieder scharf. So, dann werde ich mal da rauf gehen. Pass auf, ich drehe euch mal so ein bisschen dahin. Dann könnt ihr das nämlich auch sehen. So, Leute, dann. Alter, Fußbodenleger hier, du. Zack. Und da ein bisschen rum, weil hier wollen wir die gerade Kante haben. Und dann gehen wir da einmal grob lang. Pass auf, da könnt ihr das reindrücken. Da drüben sind wir gut, ja. Zack.
Oh, der lässt sich richtig geil schneiden, der Teppich. So, wie ihr gerade gesehen habt, der ist einmal grob zugeschnitten. Jetzt werde ich die ganzen Klappen einmal rausnehmen, damit ich die auch ausschneiden kann. Und dann werde ich das ganze Ding mal raufkleben. Mal gucken, wie das wird. Haben wir auch noch nie gemacht. Wird schon. So, Leute. Wollen wir mal gucken. So, alles schön andrücken. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, dann schneide ich nämlich jetzt schon mal die ganzen Klappen aus. Leute, mit einem scharfen Cuttermesser geht das richtig gut. So. So, der Bootsteppich ist drauf. Sieht schon mal sehr geil aus. Jetzt werde ich hier die Leisten rumarbeiten, die ganzen Aluwinkel. Und dann sieht das ja mal schon sehr geil aus. Richtig cool. Teppich fühlt sich gut an, klebt auch echt gut. Super, richtig cool. Ja, ich werde jetzt die Leiste rumarbeiten. Sehr geil. Die Dinger haben wir auch noch besorgt. Das ist einmal hier, da kommt der Schlauch durch für den Tank. Der wird da nochmal als Griff kommen und da, damit das alles ebenerdig ist. Damit da nicht irgendwie ein Griff rausguckt, wo man rüber stolpert oder so. So, ganz geile Lösung. Loch durchgebohrt, Kappe drauf. Sehr cool. So, Leute. Die inneren Leisten sind alle schon mal fertig. Sehr geil geworden. Da werde ich jetzt noch Löcher bohren hier. Schön natürlich scharfe Bohrer. Und genau da einmal die Scharniere ein bisschen ausklinken. Da und da. Einmal überall, wo die Klappen sind. Dann schön Löcher reinbohren. Und dann geht's an die Klappen. Da der Bootsteppich rauf. Da auch dann so eine Leisten rum. Damit das richtig schön schier aussieht. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Ring besorgt für den Auslass für den Tank. Der ist ja da drin. Sieht schön geil aus. Nicht einfach nur ein Loch durch. Auch alles abgedeckt. Sehr cool auf jeden Fall. Leute, das Boot wird richtig geil. So, nächster Schritt. Auch abgehakt.
Jetzt kommen die ganzen Klappen dran. Und da sehen wir uns wieder, wenn die fertig sind. Bis dann. So Leute, Klappen sind endlich drinne. Rahmen sind alle rumgebaut. Die Griffe sind auch alle dran. Richtig cool geworden. Sieht echt geil aus. Wir können alles schön verstauen. Dann haben wir eine richtig geile Fläche zum Angeln. Nichts steht im Weg. Alles können wir hier reinpacken. Eine Scale haben wir auch noch drauf geklebt. Für unsere schönen Meterfische, die wir hoffentlich fangen werden diese Saison. Hier ist nochmal Lukis selbstgebauter Rutenhalter. Richtig schön stabil das Ding. Genau, vorne fehlt jetzt nur noch die Lichtleiste und die Elektronik. Das macht Luki gerade fertig. Und dann kann das auch schon losgehen, Leute. Richtig geil geworden. Die Klappen, das zeigen wir nachher alles. Wenn alles fertig ist, dann machen wir nochmal oder filmen wir das Boot nochmal richtig geil ab. Aber Leute, das sieht schon mal übertrieben geil aus. So Leute, Elektrik ist auch dran. Zack. Das Ding ist jetzt auch fertig. Batterie fehlt noch. Na, was ist das deins? Das ist danke. Batterie fehlt noch, die kommt, aber das Boot ist fertig, Leute. Geil. Ja. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind fertig mit dem Boot. Prost, Luki. Prösterchen. Etikett immer nach vorne. Luki wird euch jetzt einmal das Boot vorstellen, was wir alles gebastelt haben. So, Lukas, the stage is yours. Achat, Stein, Schalosch. Ich fange jetzt nicht an, Löffel zu knicken, sondern. Ja, guck mal, ich sehe das ja selber erst jetzt, wo die Plattform fertig ist, weil ich musste arbeiten und Waller hat halt Larifari liegen. Natürlich. Nee, ich konnte halt eh nicht viel machen. Er hat sich den Teppich abgeholt bei mir. Sind wir schon mal bei Teppich. Wir haben hier astrein Kaschmir-Teppich reingelegt. Holz-Kaschmir-Teppich. Den haben wir bestellt bei Amazon. Damit wir einfach eine geile Oberfläche haben. Bosco kann sich hier schön hinflitzen, wenn wir angeln. Kann sich hier richtig gemütlich machen. Wir können hier drauf schlafen. Oh ja. Spoiler-Alarm, wir schlafen auch. Mal. Wir schlafen mal, auch mal so. Ja, womit fangen wir an? Wir haben hier, damit wir nicht immer alles auspacken müssen, eine richtig geile Scale. Geht nur bis 1 Meter. Schade. Hast du schon mal einen Meterfisch gefangen, Luki? Ja. Hab ich schon mal. Hab ich schon mal einen gesehen. Nee, hab ich noch nicht. Als ich dir ein Foto geschickt habe von meinem, ja. Ja. Hab ich noch nicht, aber diese Saison. Kommt noch. Ich hab aufs richtige Boot gewartet. Jetzt fange ich nochmal ein. Ja, willst du als erstes mal. Zeig doch mal die Klappe. Was haben wir da drin? Wir haben einmal die Scale. Damit wir nicht immer so lange mit dem Fisch rumeiern müssen, sondern einmal rauf, gucken, fertig. Jetzt denkt man, ja, man sitzt hier, scheiße. Wir müssen ja auch ab und zu mal fahren, ne? Haben wir uns gedacht. Bauen wir uns einen Elektromotor vorne hin. Machen wir Eco, Alter. Ne, wir haben hier eine schöne Klappe. Der kommt irgendwie noch vorne hin. Also meistens ist ja der Außenwasser. Ja, aber den können wir da ja auch reinpacken, habe ich gedacht. Passt auch ganz gut. Im Wasser meine ich. Wir haben einen Tank hier drin. Der kommt raus. Und dann können wir uns hier schön hinsetzen. Und in den Sonnenuntergang reinschippern. Wie romantisch ist das denn bitte? Das ist herrlich. Herrlich. Hier haben wir noch richtig schön, da sieht man jetzt schlecht, da den Auslass, da haben wir das gleiche genommen wie bei den Griffen, damit das auch alles einheitlich ist. Ja, so können wir schön gemütlich sitzen,
Den roten Ständer hatten wir schon. Den haben wir letztes Jahr gebastelt. Den hat Luki gebastelt. Ich sag immer wir, der hat sich nicht so scheiße egoistisch. Ja, den hast du echt gut hinbekommen. Das Ding ist so stabil. Leute, wenn ihr so einen Rutenständer braucht, also da könnt ihr Hochseeangeln mit. Ihr könnt die Ruten da drinnen lassen. Da kannst du Hochseeangeln, da kannst du alles mitmachen. Hier schön. Trolling, alle drei Ruten rein, ab ins Wasser. Ja. Dürfen wir hier nicht. Haben wir auch nicht so viel Bock drauf. Also ist auch nicht so schlimm, dass wir es nicht dürfen. So, machen wir weiter. Wir haben Platz, wir haben Tag, wir haben Anker. Wenn wir am Spot angekommen sind, kurz zurück. Los, geht der Lachs. Ne? Aber wo sind die Angeln? Scheiße, wir haben die Angeln vergessen. Nee, haben wir nicht. Weil er hat das schon immer angekotzt, wenn die Ruten hier irgendwo rumfliegen. Wir haben hier geiles Rutenfach. Fehlen bloß die geilen Ruten. Pass auf, da kriegen wir Kescher, kriegen wir da sogar unter. Fehlen bloß die geilen Ruten, hast du gerade gesagt? Hey, ja, stimmt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Ruten drin. Ne? Eine geile ist ja drin. Schöne Barschule. Nee. Nein, also richtig cool, so können wir die da reinpacken, weil jedes Mal ist man auf die Angeln da auf den Angeln rumgetrampelt. Ja, eine von Luki ist da schon kaputt gegangen. Hast du hinten im Ständer drin hängen oder keine Ahnung was. Genau. Wie gesagt, Kescher passt auch rein, das ist ganz geil. Unsere Zanderruten, 270er passen auch rein. Gerade. Haben wir extra geguckt. Ja, jetzt denkt man, ja, ist geil. Wir haben Angeln, wir haben Motor, wir haben Platz. Dann haben wir doch alles. Nee, eben nicht. Eben nicht? Stimmt. Wir haben noch Platz für unsere Tackleboxen, Alter. Und da brauchen wir eine Menge Platz, Leute. Weil Luki ist ja unser laufender Angelladen. So, das Video hat kurz gestoppt. Auf jeden Fall brauchen wir mal so viel Platz, weil der laufende Angelladen immer so viel mit hat. Und hier passt richtig viel rein. Denn so viel alles von verstaut. Mir ist gar nicht drin, ey. Das ist das. Ist das. Ja, der Rest ist meins. Aber du hast ungefähr, nee, das haben wir auch, du hast ungefähr Sachen für drei Boote zu Hause. Ja, aber wir haben ja auch schon. Vielleicht haben wir irgendwann drei Boote. Von vornherein haben wir ja schon unsere ganzen. Meine Frau guckt und schüttelt schon mit dem Kopf. Ja, wir haben ja schon vorher mal Tackleboxen fürs Boot, die nur auf dem Boot bleiben, zusammengepackt. Also müssen wir eigentlich gar nicht so viel mitschleppen. Außer natürlich. Müssen nicht so viel mitschleppen. Stimmt, deswegen Luke hat immer noch drei Rucksäcke mit. Ja. Ja, ich brauche einen Rucksack für Bosco, der hat seinen eigenen. Das stimmt. Hundefutter, Hundebier. Hundebier, ja. Nee. Hundebratwurst. Und jetzt denkt man sich, ja geil, wir fahren in den Sonnenuntergang. Aber was kommt nach dem Sonnenuntergang? Der Sonnenuntergang. Die Liebe, ach so. Die Liebe Amore. Amore, Cello. Nee, da hat Walla sich auch da Gedanken gemacht. Der hat echt viel geplant. Wenn ihr mal ein geiles Boot geplant haben wollt, meldet euch bei ihm. Schreibt bei Instagram, ballert rein, wir wollen Boot haben. Der kauft euch eins. Ja, natürlich. Nee. Da hat er sich geile Sachen rausgeguckt. Hier, schönes. Ah, ich nehme ihn mal hier hin. Geile Lampen, wie auf der Kirmes. Das sieht echt aus. Im Liebestraum. Die habe ich alle zu Hause verdrahtet, leider nicht auf Video aufgemacht, aber da kommt gleich noch was dazu. Ja, die Batterie fehlt leider noch. Die haben wir bestellt. Ja. Kommt aber erst noch. Aber das macht nichts. Es ist alles verdrahtet hier drin. Es funktioniert. Habt ihr genau ja auch getestet. Habt ihr ja auch gesehen, dass wir verdrahtet haben und selber gemacht haben, nicht irgendwo jetzt machen lassen haben. Wir haben hier alles hier drin. Ja. Sind nur noch die Batterie, da sind die Anschlüsse für die Batterie. Und dann kann das Ding leuchten. Die Batterie kommt auch hier rein. Dann haben wir wollten erst hier noch reinmachen, Fach rein. Aber das finden wir scheiße, weil dann haben wir noch ein Fach und das ist so. Ja, das reicht vollkommen. Wollen wir nicht. Also, wir haben hier geplant, dass wir hier für unsere Beleuchtung selber, dass wir es hier schön hell haben, wenn wir, weiß ich, wir sind noch im Dunkeln, auf Zander, wollen schnell einen Gummifisch aufziehen oder keine Ahnung was, ja, was vorbereiten. Machst du Licht an? Die habe ich so Bock, ne? Ja. Die auszutesten. Everbase, Leute, schaut euch das mal an. Haben wir einen Schalter für die hier. Wir haben hier USB, damit wir die Akkus laden können, damit das nicht wieder passiert wie in Dänemark, dass wir so wenig Akkus haben. Die können wir jetzt nebenbei aufladen. Wir haben hier einen Zigarettenanzünder. Da können wir schön unsere Kühlboxen, ja, mit dem Bier drin alles kühl halten. Kühl für Bier und Fisch. Tipptopp, Leute. Weil wir eine gute Kochtopfangler, ne? Ne, falls wir mal mitnehmen, soll ja auch nicht im Sommer, soll das ja auch nicht verschwendet werden. Dann haben wir, wie gesagt, hier einen Schalter für die vier Lampen. Die haben Dauerstrom. Die kriegen immer noch. Wir haben einen Schalter für die oberen Lampen. Das sind wir so einfach nur, weil es geil aussieht. Da, falls wir mal ankern, was wir gesehen werden. Und das sieht einfach auch geil aus. Die sind halt, ja, sau hell, Alter. Ich habe die bei mein Auto rangehalten an die Batterie. Alter Vater,
Wir können ja mal, das kleine Video können wir noch mal reinschneiden, ja, wo die leuchtet. Ja, machen, ja klar. Das sieht er jetzt. Geil, ne? Schau, sau hell, sau viel Licht. Das wird richtig ballern, Alter. Das wird, grün ist meine Lieblingsfarbe. Walla findet sie auch geil. Also. Na, kommst du? Ja, vor die kommt schon. Und das Ding ist echt stabil geworden. Stell die mal hin. Das ist echt top. Wir haben da richtig geil Platz zum Angeln. Da kannst du hier, wenn wir in Bayern sind, wenn wir zum Urlaub machen, am Königssee, da angeln, können wir hier Schuhplatte. Okay. Aber wir haben ja noch so viele Schalter über. Jetzt haben wir uns noch gedacht, wenn wir im Dunkeln nach Hause fahren, hatten wir das, wir hatten das, oder morgens in der Training hatten wir das, da sind so hohe Spundwände. Ja, wir hatten das in der Training, da sind so hohe Spundwände und da musst du ja, wenn du da, wenn wir um 5 anfangen, wir fangen ja gerne früh an, und da rausfährst, müssen wir mit der Kopflampe da nach vorne leuchten. Also haben wir uns gedacht, wir haben hier noch Schalter über, wir ballern hier oder so, irgendwie oder keine Ahnung. Da können wir, drehen, oder irgendwo, wo Platz ist, ja. Dass wir das Kabel noch runterziehen können, da kommt ein richtig geiler Strahler rein, den haben wir uns ausgesucht. 1700 Lumen, falls euch das nicht sagt, 1700 ist mehr als 1600. Aber weniger als 1800, ist ja noch gut. Aber, ich habe ja weitergeguckt, ne? Du kannst ja auswählen, du kannst mit 3 Meter Kabel, bla bla bla. Ich habe 80 cm, also 800 mm oder so Kabel. Die gibt es auch in 3000 Lumen. Also stimmt, wenn ihr irgendwo mal einen Schein am Horizont seht, selbst wenn ihr aus Süddeutschland kommt, oder ihr könnt auch in Litauen wohnen, wenn ihr dann einen hellen Ding seht. Dann ist am Himmel, fangen wir auch mal was, das Symbol. Das ist wie bei Batman, Leute, wenn ihr irgendwo Fisch seht, wenn das Beißfenster offen ist, kommt einmal, fangen wir auch mal was am Himmel. Nee, wir nehmen den nicht ganz so hell, der ist schon sau, sau hell. Also, auf jeden Fall. Wenn ihr mal so eine Wohnzimmerlampe gekauft habt, das ist ja auch mit Lumen angegeben. Das kann schon sehr hell sein. Auf jeden Fall. Die leuchtet ziemlich hell. Ja, sehr geil geworden. Richtig cool. Hier haben wir noch unseren Buckmotor, den hatten wir aber vorher schon. Dass wir, wenn wir mal ein paar Meter weiterfahren wollen, nicht den Motor anreißen wollen, den von Mercury hier. Zack. Ist auch geil, wenn du nur kleine Spotwechsel machen willst. Auf jeden Fall. Dann verscheust du nicht die Fische mit den ganzen Lärm, sondern der macht, der kann geil mit Fernbedienung. Kann man lenken, kann man Gas geben, kann man schnell, kann man langsam. Leider kein GPS-Anker, aber. Das kommt ist noch. Ganz erstmal egal, das ist erstmal. Echolot brauchen wir auf jeden Fall noch. Echolot wollen wir uns noch holen. Haben uns gedacht, das packen wir hier oder sowas mit dran. Ja, hier haben wir jetzt noch einen guten Ständer, den brauchen wir eh nicht wirklich. Ja, Echolot brauchen wir auf jeden Fall noch. Das holen wir uns vor, bevor das losgeht, wollen wir uns noch eins holen. Leute, wenn ihr irgendwie Chips habt für so ein Boot, welches Echolot dafür am besten ist, so ein Einsteigermodell, sag ich mal, dann schreibt das mal in die Kommentare auf jeden Fall. Ja. Ja, wir wollen. Also Garmin finden wir schon ziemlich geil, aber ja, 600 ne? Euro ist schon ziemlich teuer. Ja, auf jeden Fall. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, was... Wenn einer von euch eins liegen hat, was er günstig loswerden will, schreibt es in die Kommentare. Kriegt einen Angeltag mit euch auf. Ja. Nee. Wir machen hier, kommt noch die Batterie rein, hat er Walla schon gesagt. Gucken wir mal, wie wir das passt machen. Die Batterie haben wir uns schon ausgeguckt. Wir hatten vorher ja eine 100 Ampere, die haben wir aber vom Vorbesitzer vom Boot mitgekriegt. Das war ein ganz schöner Klopper. Also 30, 40 Kilo hatte die bestimmt. Ja, war Autobatterie halt, ne? Ja, 100 Ampere. Und dann auch G-Batterie, ne? Die sind sowieso schwer. Es hat aber super gereicht. Die war sehr alt. Der hat erst schon gesagt, dass sie alt war. Ja. Die hat aber uns für einen 8 Stunden Angeltag, hat die uns für den E-Motor auf jeden Fall gereicht. Das, die hat uns so gut über den Tag gebracht und die hat noch so viel Ladekapazität dabei. Deswegen. Wir packen hier wieder eine 100 Ampere rein. Ampere Stunden heißt das ja, für die ganzen Lampester da draußen, die jetzt klugscheißen. Nee, deswegen, wir können uns das ruhig erlauben mit den, mit der Beleuchtung, mit den Ladekabeln. Das denke ich doch. Das denke ich doch. Kriegen wir auf jeden Fall hin und können trotzdem, müssen nicht auf den Buchmotor verzichten. Nee, wollen wir auch. Das ist echt geil, das Ding. Ja, das ist schon Top-Augenmerk. Ja, tipptopp geworden, das Boot. Ja. Richtig geil. Wie gesagt, die... Echt gut. Und auch für wenig Geld. Also was haben wir jetzt bezahlt? Ich sag mal, das waren 300 Euro, sag ich mal. Gut, mit Batterie nachher und so. Taster-Element hier. Und wir sehen hier drauf, wie viel Ladekapazität die Batterie stimmt. noch hat. Die Klappe hatten wir schon, die war bloß hier unten. Mhm. Die hat Walla oben reingesetzt, was viel geiler ist. Die ist wasserdicht. Spritzwassergeschützt. Das ist ja nicht wasserdicht, aber spritzwassergeschützt. Die Lampen, die Schalter. Sag mal, Elektro, bummelig,
50 Euro, 60 ungefähr, Euro? Ungefähr, ne? Ungefähr. Die Platten, die Siebdruckplatten hier, die haben 130 ungefähr gekostet. Bei 180, dann, der Teppich 50 Euro. Genau. Und die hier, die Edelstahl, sag ich schon, die Aluwinkel haben, was haben die gekostet? 50 Euro insgesamt? Ja. Nee, mehr. 60, ich glaube 60 oder 70 Euro halt bezahlt. Aber das geht alles, das hält sich alles im Rahmen, Leute. Also wenn ihr mal so ein... 220 Euro ungefähr. Genau, wenn ihr mal... Nein, 250 Euro. Dann ungefähr, ich sag mal unter 300 Euro haben wir das Boot so geil hinbekommen. Leute, wenn ihr so ein kleines Boot habt und das umbauen wollt, macht das nach. Richtig geile Sache auf jeden Fall, das ist echt top geworden. Ist geil, wenn ihr noch einen mittelmäßigen Tischlaut und sehr guten Klempner dabei habt. nee. Also das kriegt man auch gerne gut alleine hin. Ist natürlich saugeil, dass wir einen Fachmann mit an Bord haben. Der ist hinter der Kamera gerade. Wo sitzt der? Nee, der ist gerade hinter der Kamera. Ja, sehr, sehr cool das Boot. Richtig geil. Oh. Damit ihr euch noch ein Bild von der Größe machen könnt. Ich bin 1,95. Ja, sehr geil. Richtig cool, Leute. Der Teppich ist echt weich. Ich Top. Echt geil. Geile Farbe. Ja, richtig cool. Luki, geiles Ding auf jeden Fall geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das schon, Kommentar dalassen, Abo dalassen und natürlich ein Like dalassen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Haut rein. Petri.